Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet auf MA Games TV. Und zwar heute wieder mal am Freitag, es ist der 4.9.2020, Kollege. Nur 3 Monate, dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Ja, und was für ein Jahr das auch immer war. Aber natürlich haben wir auch wieder einiges am Start für euch diese Woche. Und zwar das Mal haben wir. Fantasy Basel ist wieder verschoben worden. Skandal geht weiter. Und Madden schlechter als je zuvor. Und die nächsten digitalen Events sind auch schon angekündigt. Und PUBG ist back. Das und mehr in der MA News von dieser Woche. Also bleibt dran! Ja, Fantasy Basel ist ja eigentlich auf September verschoben worden. Jetzt wird es halt wieder verschoben. Wieso, ist ja eigentlich klar, wissen wir ja. Also merkt euch das neue Datum und hoffen wir, dass es nächstes Jahr auch wieder ein bisschen das Ganze besser wird. Und zwar den 13. bis 15. Mai findet Fantasy Basel statt. Ja, und der Skandal läuft. Und zwar hat jetzt Apple den Entwickler-Account von Epic sperrt komplett, nada, nichts mehr, Gott, nichts mehr, finito, Ende, aus. Das heisst, Epic kann keine neuen Games draufladen und keine Updates mehr auf die Games, die vorhanden sind. Also einfach nichts mehr. Die Games, die drin bleiben zwar drauf, aber es kommt nichts mehr Neues oder irgendetwas in dieser Art und Weise. Also da wird es immer deftiger, es wird spannend und wir halten euch auf dem Laufenden. Madden 21 ist jetzt seit ein paar Tagen draußen und hat auf Metacritic die schlechteste Bewertung bekommen, die es je gibt. Es wird sogar als schlechteste Madden überhaupt bezeichnet. Wieso das? Weil es hat wohl keine Steigerung seit Jahren. Es ist irgendwie immer genau das Gleiche. Ich meine, FIFA ist eigentlich immer genau das Gleiche, aber dort verbessere ich sie immer, immer Gameplays und das Ganze. Und da, so wie es aussieht, überhaupt nicht. Es hat zudem noch viele Bugs. Und die Tiefe vom Spiel haben sie jetzt irgendwie rausgenommen. Also sie sagen sogar, das 20 ist besser gewesen von dem Ganzen. Und es hat jetzt natürlich auch Mikrotransaktionen. Krass, also ich bin ja nicht so der Madden-Spieler. Ich habe mal irgendwann 19 oder 18 Mal gespielt. Das war easy, aber nicht so mein Spiel. Zum Zuschauen ab und zu noch okay. Aber ja. Alle Madden-Spieler hier draussen, haben das 21? Wenn ja, sind ihr der gleichen Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ubisoft plant schon sein nächstes Event, und zwar Ubisoft Forward, findet am 10. September statt. So, glaube ich, 20 No-No startet das Ganze. Und sie wollen die News zu 4 Games präsentieren, unter anderem Watch Dogs Legion, Hyperscape, Rainbow Six Siege und Immortal Phoenix Rising. Was ist jetzt das? Da haben sie jetzt den Namen geändert, und zwar hat es vorher geheißen Gods and Monsters. Da haben sie ja letztes Jahr einen Trailer gezeigt dazu, wo so, ja eben, sieht man einen mit so Flügeln gegen so Monsters, so eine Zeichenart-Trick-Grafik. Hat interessant ausgesehen, da haben sie jetzt den Namen geändert, wieso auch immer. Und ja, vielleicht gibt es ja noch News zu Far Cry 6. Mal schauen. Ah, und das nächste grosse Event ist auch schon geplant und es startet am 24. bis 27. September die Tokyo Game Show. Die gibt es ja auch alle Jahre, wird ja jetzt halt auch digital sein, das Ganze. Es wird sicher Infos zu Resident Evil Village geben und ich sage sicher mal noch jede Menge Trailers. Und neuen Skandal, und zwar PUBG Mobile ist in Indien eines der meistbeliebtesten oder meistgespielten Games überhaupt. Dort spielen sie mit über 33 Millionen Leute. Abartige Zahl, also dort viel Money, Money, Money. Aber jetzt ist es komplett gesperrt worden. Es ist überhaupt nicht mehr spielbar. Es ist weg, es ist finito dort. Es geht gar nichts mehr. Weil sie
Nutzerdaten außerhalb von Indien gespeichert sind und laut der Regierung Gesetz oder so, ist das verboten. Es muss in Indien bleiben, obwohl ich denke, kommen Sie mir ehrlich, die Daten werden sowieso irgendwie all überall verkauft, aber egal, um das geht es ja nicht. Und da hat jetzt die Regierung dazu geführt, dass sie das Ganze sperren und nicht mehr erhältlich ist. Mal schauen, ob der PUBG darauf reagiert und etwas wird dagegen machen oder ob sie etwas wird ändern. Mal schauen, wir halten euch sicher auf dem Laufenden, wenn es sich etwas ergibt. Und eine erfreuliche Nachricht für alle Nostalgie- und Nintendo Switch-Besitzer. Und zwar hat ja schon der Super Mario 35 geworden und dazu gibt es jetzt ein neues Game auf der Switch, und zwar Super Mario 3D All-Stars. Eine Importierung mit ein bisschen höherer Auflösung. Und dabei ist Super Mario 64, Legende, Mann. Super Mario Sunshine war auch geil, gewesen, hat Spass gemacht. Und Super Mario Galaxy habe ich nie durchgespielt, aber ist noch cool gewesen. Also 3 in 1. Und sowas von geilen Games rendiert sich nur wieder mal Switch zu holen. Und dazu noch etwas ganz Geiles, und zwar haben sie noch ein neues Spielzeug präsentiert, also ein ferngesteuertes Go-Kart, kleiner Mario, wie man sonst kennt, mit der Fernbedienung, aber diesmal kann man mit der Switch gamen und zocken und über das ganze Wohnzimmer fahren lassen, wo eine Kamera hat. Und dann auf dem Switch-Bildschirm sieht man wie eine Rennstrecke mit Gegner und Zeugs, die man einsammeln und abschießen. Also sieht sehr witzig aus und da rendiert sich es einfach wie, ja, ich sollte mir wirklich mal einen Switch kaufen, wird mal Zeit. Ja, liebe Leute, von heute, das war's wieder mal von der MA News von dieser Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet, es hat wieder grandiose News gegeben. Wir probieren euch immer auf dem Laufenden zu behalten, wegen dem schaltet immer ein, falls euch Gamer-Szene und das ganze Zeug interessiert, auf jeden Fall. Oder auch sonst, wenn ihr es einfach coole Videos findet, abonniert gerne unseren Kanal. Und noch eine kleine Info, und zwar, wir haben fast unsere 150 Follower oder Abonnenten. Wenn wir die erreicht haben, dann gibt es wieder ein Gewinnspiel. Oder etwas zum Gewinnen. Oder einfach etwas für euch, sagen wir es mal so. Also schaut, teilt, macht, schaut, dass wir auf die 150 raufkommen. Dann gibt es etwas für euch. Und danke fürs Hineinschauen. Schaut auf euch, macht's gut. Kuss geht raus.